Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Transformers Fall of Cybertron. In der, ja, ich weiß nicht, ob es schon die letzte Folge ist, aber zumindest die vorletzte Episode mit den Dinobots. Hier war ich das letzte Mal ja schon, da bin ich leider das Loch runtergefallen. Das wisst ihr vielleicht, ne? Grimlock, I'm taking fire. Hold on, I've got an idea. Ja, wir müssen unseren Kameraden wieder beschützen von diesen komischen Insektikons. Die man im Nahkampf. Im Nahkampf ja nicht wirklich trifft, ne? Der hat Energon dabei. Insektikons, bitte. Fuck! Jawoll, immer schön direkt ins Gesicht. Soweit ich das zumindest treffe. Ja. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Da bist du. Da, bam. Nein, dieses Mal gehe ich nie in den Nahkampf. Jetzt falle ich wieder runter. Das ist nicht gut. So. Was noch? Der hat Energon schon dabei. Den brauche ich nicht. Da oben ist noch einer. Wisch ich den? Jawoll, Mini 1. Man sieht, es geht auch ohne zu sterben. Gar nicht so schwer. Oh Gott, da kommen noch mehr. Arbeitet daran. Alles kein Problem. Ja, wo sind sie denn? Da sind sie. Ja, meine Dinobot-Verwandlung gebe ich mir am besten nochmal auf. Ein paar Viecher sollte das eigentlich reichen. Wie ich gesehen habe, ist Fall of Cybertron sogar im Steam Summer Sale. Und das, was ich gestern so gesehen habe, soll überfliegen. Aber nicht gerade günstig. Ich glaube, das kostet immer noch. Ah, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Ich weiß gar nicht, was es jetzt kostet im Steam. Na, auf jeden Fall ist es sein Geld wert, wie ihr seht. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Viel besser als der erste Teil. Und ich ziehe dieses Fazit jetzt nur, weil wir schon fast durch sind. Es kommt nicht mehr allzu viel. Es kommt so noch ein ziemliches Stück, aber. Und mit ziemliches Stück meine ich ein Stück voller Action, Spannung und Leidenschaft. Ja, Leidenschaft vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Roboter-Leidenschaft. Zeig mir deine Hydraulik. Hey, da ist er ja. Was machst du denn da? So, jetzt habe ich den fetten Container in der Hand und nichts, wo ich ihn hinwerfen könnte, ne? Ja, was machen wir jetzt? Muss doch hier hundertprozentig hoch, oder? Na, ich muss wahrscheinlich warten, bis er hier fertig ist. Ich vergesse immer, dass ich ein Schild habe. Was macht ihr denn da oben? Der hat da voll seinen Spaß. Passt mal auf. Ich muss da hundertprozentig. Läuft die ganze Zeit von links nach rechts. Warum tust du das? Da muss ich mich vielleicht doch. Ja, ich muss mich dran zwingen, das geht gar nicht anders. Ach, Manno, ich wollte das aufheben. Brennt! Kleine Insektikons, brennt! Grimlock Smash! Storm! Ich weiß gar nicht mehr, was der in Deutschland gesagt hat. Nicht Grimlock Smash, sondern Grimlock zerstören. Muss stampfen, irgendwie so, glaube ich. Du meinst Cesium Salami? Nein, Beryllium Baloney. Cesium Salami. Gott, jetzt reden sie über das Essen auch noch. Nicht schlecht, Grimlock. Reden wir über das Essen, ist okay. Hold me up! Na, geht auch hoch. Alter, war jetzt nicht Grimlock schuld, sondern ich, weil ich habe den falschen Knopf gedrückt. Tja. Ja, da kommt noch mehr von denen. Also, wenn man bedenkt, dass wir, dass das Shockwaves kleines Labor
Areal ist, wo er seine Tests machen kann, ist das ziemlich groß und auch ziemlich tief. Slug, wait up. Ja, Slug geht mit dem Kopf durch die Wand. Die Dinobots sind alle solche Hitzköpfe, das ist der Wahnsinn. Lass mich raten, ich brach das hier. Ach Mist, den hätte ich hier gebracht. Natürlich schlecht, ne, wenn man es falsch macht. Warte, der nimmt das mit. Ich hoffe, das bleibt noch ein Stück. Mann. Offen, bleib offen, bleib offen! Jawohl, geht. Ich finde das immer toll, wenn man sich mindestens einmal vertan kann und das Rätsel klappt trotzdem noch. Dass sich das Zeitfenster nicht so dermaßen eng ist. Was zum Teufel? Ach, das sind normale Decepticons. Jetzt sehe ich es erst. Ich dachte mir schon, hä? Ja, ja. Holt nur Shockwave. Das ist genau der, den ich suche, ja. Der hat nämlich noch ein Leben beim Schwert. Ja, das wird ihn freuen. Niemand kann mich aufhalten. Ah, das kann ich nur mit Grimlock in der Dino-Farbe kaputt machen. Naja, destroy him. Destroy da gleich einen. Auf geht's, Grimlock. Geht schon. Das war eins. Das war zwei. Das war drei. Darf ich dich mampfen? Komm mal her. Ja, es geht aber Bohnen ein anscheinend, oder? Irgendwie erwische ich keinen. Naja, egal. Geht schon irgendwie. Voll, wir brennen das einfach weg, das ist so gut. Einfach durch, passt schon. Gut. Snarl, is that you? Grimlock, get me out of here! Yeah, that's Snarl. How precious. You've come to rescue your little friend. I've come to tear you apart, Sharpshot. Oh mein Gott, da kommen sie schon. Okay, wir müssen unseren Kumpel befreien. Ihr seht ihn oben in der Mitte. Aber, um das zu bewerkstelligen, muss Grimlock noch ein bisschen mehr wütend werden. Wir brauchen nämlich seine Dino-Form dazu. Anders geht's leider nicht. Aber das ist kein Problem. Ihr seht hier eh schon wieder diese Stecker. Ja, solche Käfer würde ich auch nicht mehr wegen Grimlock. Du bist ja nicht alleine. Glauben wir. Wenn du sowas im Vorgarten hättest, würdest du auch sagen, wow, ich ziele wohl nicht. Wow, es ist wieder Zeit. Gib dir gleich dummer Dinobot. Ja, das halte ich von deinen Käfern. Damm. Einmal sauber zu beißen und alles ist gut. Ja, komm her. Mach dir Feuer unterm Arsch mit dran. Jetzt sagst du das jetzt noch. Er hat doch eh keine Chance. Gibt's ja mal alle diese komischen No-Name-Insektikons. Bam! Dump ich einfach drauf und gut ist. Oder weil ich lieb bin. Nom. Nom, nom, nom. Wow! Was geht denn hier ab? Irgendwie sehe ich Spook nicht. Wenn man sich der schon wieder rumtreibt. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Da, das kann mit Schwert. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt von mir. Wie sie aber nie direkt in den Kampf eingreifen, die großen Insektikons wie Sharpshot da oben. Ne, er steht immer. Die sind ein bisschen überwache irgendwie. Außer der erste im Geschützturm, den haben wir ja platt gemacht. Der zweite wurde platt gemacht. Er ist unter der Tür gestanden, wie ihr vielleicht wisst, und er steht nur da oben rum. Ja, ich hasse diese Flieg-Insektikons. Man erwischt die einfach so schlecht.
Aber dafür hatten sie um einiges weniger aus. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann er auftaucht. Na komm her, Süße. Aber fast ein bisschen zu spät. Das ist der dumme Dinobot, der kann mir eh nix. 600 Hitpoints und haufenweise Armor. Wie war denn da? Ich glaube, ganz ein Arsch zerlegt. Na komm, noch ein Stückchen näher, komm. Mach seine eigenen Kollegen kaputt, so muss das. Komm her. Boah, wie mache ich alle platt? Hast du eine Ahnung? Da, dein Buser ist kaputt, was willst du jetzt? Hä? Lächerlich, einfach nur lächerlich, was ihr drauf habt. Mehr! Du glaubst wirklich, das beeindruckt mich jetzt. Ah, guck mal an, er setzt ihn unter Strom. Just start smashing things! Listen to him scream! Ach, jetzt kann ich mich vorne. Ich habe mich gerade gewundert, warum der RB-Button nicht geht. Anscheinend wegen der Cutscene oder so. War ein bisschen seltsam. Bam! Ist auch interessant, dass Grimlock in der Dino-Form einiges stärker ist als mit dem Roboter-Form. Na gut, er ist ein T-Rex, ne? Da ist das so. Lasst mich mal alle durch, ich bin Arzt. Ich muss Snarl retten, geht mir aus dem Weg. Ist so geil, dass der Jetpack sitzen auf dem Rücken hat, wenn er läuft. So, schaffe ich das noch mit einer Energieladung? Dann brauche ich nochmal eine Transformation. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Ihr seht oben, die Energieleiste ist ziemlich großzügig. Ah, jetzt ist es leer. Oh, das ist nochmal ein Booster. Hallöchen, ich habe ich gar nicht gesehen. Kommt der denn her? Ach, da ist noch ein Stecker da vorne. Autsch. Ja, ja, der hat noch ein bisschen Energie, aber ich brauche erstmal selber wieder Energie zum Transformieren, beziehungsweise Wut. Kann mich nämlich nur transformieren, wenn der Kreis unten rechts ganz voll ist. Also auf halber Ebene geht das leider nicht. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen unter Zeitdruck, aber das schauen wir recht schön, ne? Kennt man ja nicht anders. Hallo? Ja, ja, jetzt stell ich mal nicht so an. Ich muss das Ding erstmal wenden, ja. Bam. Tja, Insektikons halt, ne? Oh oh. Nom nom. Snarl is pretty messed up, Grimlock. We need to find some place to patch him up. Ich glaube, dass es Sharpshot schlechter geht. This will do. Snarl is leaking bad. Find something to stabilize him. Nice. Ja, hat schon ziemlich erwischt. Snarl, that'll hold you for a bit. Yeah, that'll work. Ich frage mich gerade, wo wir hier sind. Blast Shield Doors öffnen. Einfach mal an Hebel ziehen, mal gucken, was sie machen, ne? Ah, da ist der Turm.
Das heißt nichts Gutes. Look at that. This must be an observation deck. Look at these energy readings. Towers off the scale. Grimlock, the Decepticons are using that tower to rip open a portal in space. We've got to notify Optimus. No, I can handle this. But I already... Grimlock, is that you? You're alive. We feared the worst. Are you all right? Shockwave is opening a space bridge to another world, rich with energy. We cannot allow Megatron to plunder another world the way he has Cybertron. For once, we agree. Return to base. We will face this together. You're weak, Optimus. You run when you should fight. I'm taking the space bridge down. Grimlock, wait! This whole place is coming apart! Tixnar, get out of here. I'll lower the blast shield. It's too dangerous! Go! Das Terminal ist weg. Hey, we Dinobots gotta stick together. Das war knapp. Oh yeah. We need to get to the tower. Hold on tight. Keep an eye. All of them are. There they are. Rockets. Ja, wer hätte gedacht, dass es einen fliegenden Grimlock gibt, hä? Seid ehrlich. Ich war selbst überrascht. You need Decepticon. Upp, diese komischen Kabel, die machen das Ganze ein bisschen schwerer. Ja, auch noch Sniper, genau. Wir haben ja sonst noch keine Probleme, ne? Ja, ja, Shockwave, warte mal, wir kommen schon, wir kommen. Oh, really? Scrap! There, the tower is up ahead. Ach, jetzt sind wir hier, wo wir Starscream waren. Oh. Das wird lustig. Ja, da geht interessieren keinen Grimlock, wir müssen den Turm zerstören. Noch 300 Meter. Was das Meter sind. Take those cons out already! Working on it! Na komm, Swoop, geht doch. So ein Zufall, dass ich gerade richtig lande, ne? Swoop! Coming for you, Shockwave! Oh yeah, Shockwave. Daddy ist zurück. Autobot, open fire! Ach, ich kann sogar Decepticons nehmen, nicht nur Kanister. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja geil. Was wollen die eigentlich von mir? Da haben wir nicht was. Guckt's euch an. Ich brauche nie mal einen Schimpf für die. Ja, wobei, vielleicht ist es doch ganz interessant. Ah, nicht runterfahren. Bin ich in die falsche Richtung gedasht. Muss auf jeden Fall in die Richtung. Die Frage ist, wo komme ich hin? Kann ich da durch dieses Portal gehen? Geht das? Wahrscheinlich. Yep, must disable it. Ach, da drüben ist der Controlling. Deswegen ist hier ein Kanister. Jetzt weiß ich das. Shockwave! Papa kommt! Ja, wir kommen immer näher. Decepticon Leaper. Ah, die schon wieder. He'll break just the same. Their armor weak on the back. Ja, ich weiß, dass die Rüstung am Rücken verdammt schwach ist von denen, aber erstmal hinkommen. Nicht mal Grimlock kann die von vorne schrotten. Aber dafür braucht er von hinten nur zwei Hits. Schwach, einfach nur schwach. Ah, noch jemand? Ich
stark sind sie ja nicht gerade, ne? Warte mal, jetzt muss ich direkt mal was testen. Kann ich die vielleicht so zerstören, der Dinofarm? Ich kann ihn einfach fressen. Naja, was heißt fressen? Verkohlen, da komm her. Ich mag meine Decepticons gut durch. Kann ich mich jetzt kloppen? Ja, in der Dinoform geht das. Wunderbar. Das wollte ich testen. Irgendwie kann man in der Dinoform alles zustimmen. Ne? Gibt's nichts, was irgendwie das aushalten will. Boom. Shockwave, komm her. Shockwave. You're finished. You didn't think I'd build something so powerful such as you, and not have a way to control it. Now, sit there like a good pet while I finish my work. Megatron, I have successfully opened a bridge to the target world. The portal is stable and ready for you. Excellent, Shockwave. Trypticon's conversion into the Nemesis spaceship is now complete. We will be launching for the portal shortly. I want you to stay behind to manage things on this end. As you wish, Megatron. Shockwave out. Shockwave, hinter dir. No one controls Grimlock! Impossible. Ja, so viel zu seinem Turm, ne? Brennt! Oh! Das ganze Areal schmilzt gerade in sich zusammen. Ich denke mal, ich sollte mich vielleicht ein Stückchen beeilen, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir kommen schon die ersten Plattformen runter. Na komm, ja. Für einen kleinen Snack zwischendurch ist immer Zeit. Jawoll! Grimlock hat's wieder mal geschafft. Also zerstören ist es super, da kannst du sagen, was du willst.
placed all of their hopes on a glorified cargo hauler. Soundwave, head to the launching bay and ready the tow cables. You will lead the first wave of the assault. Yes, Lord Megatron. Oh yeah, wir spielen wieder aufs Decepticon. Kapitel 13. Till all are one. Ah, ich finde das immer wieder so ein bisschen herzzerreißend, wenn sich Metroplex opfert für den Wohl der anderen Autobots. Ich meine, es sind zwar nur Roboter, aber trotzdem irgendwie ist da ziemlich viel Gefühl mit dabei, oder? Finde ich zumindest, wenn er da so kniet und, ja, ihr habt es ja gesehen. Tja, wir brauchen erstmal ein paar Waffen. Was haben wir hier? Das habe ich ja alles ausgerüstet, das brauche ich nicht. Fast. Yes, sir. Yes, sir, what? Yes, sir. Sir? That's more like it. Those Autobots won't know what'll hit them. Megatron had the Nemesis designed for maximum carnage. Yes, sir, sir. Ja, ihr wisst ja, dieses Nemesis-Schiff ist ja Trypticon nur umgebaut. Cannon fire jammed the door release. You got any ideas, Soundwave? Bumble, stand by for ejection. Rumble. Rumble, eject. Get ready to crumble before Rumble. Gut, dass Soundwave immer alles dabei hat, ne? Schön gut. Woo! Oh, 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 was ich? Ja, ich finde Soundwave einfach einen ziemlich geilen Charakter. So, was macht jetzt er? Ach, er schweißt die Tür auf. Das ist gut. Oh, Alarm, Alarm. Decepticons have breached the ship! Autobots, on your right! Bam! Autobots. Decepticons in proximity! Ja, wir können Rumble auch so beschwören, der hilft uns. Das ist Soundwaves Fähigkeit. Jetzt aber leider auch nicht ewig. Na, wie viel kommen denn da noch? Nee. Oh, andere Seite. Ach, von beiden Seiten. Ja, dann. Kein Problem, drehen wir uns hier nochmal um. Hier sehe ich aber keinen. Mini geben wir aus, Moment. Ja, das erinnert schon. Da ist ein Mini. Hat Rumble gerade zwei Autobots gekillt? Habe ich das richtig gesehen? Wirklich? Laser Beak ist fertig. Wunderbar. Rumble? Rumble. Komm wieder zurück zu mir, dann brauche ich ihn wieder. Gleich wieder rausgeholt. Was? Soundwave, the Ark's defensive cannons are taking their toll. Destroy them! Yes, Lord Megatron. Ups. Rumble, let's rumble! Wow, ich nehme gerade ziemlich viel Schaden. Das sind so Sachen, die möchte man eigentlich nicht. Das erinnert schon. Nimm das Energon. Ah, ich muss bitte die Geschütztürme zerstören. Ich bin gerade dabei, Megatron, jetzt chill doch mal. Affirmative, one cannon has fallen silent. Ah, nicht schon der Sniper. Laserbeak lenkt die mal ab. Ich muss hier arbeiten, ne? Kennst du Megatron? Bam. They're trying to cut off our air defenses. Das merken sie aber schnell. Ihr seid ja von der schnellen Sorte, ihr Autobots, ne? Yeah, they're everywhere. How about less walking and more shooting?
Da ist noch ein Turm. Gott, sind das viele. Weil wir kämpfen gegen die letzten Überlebenden der Autobots hier in der Ark, ne? Es gibt keine Verstärkung oder sowas. So. Wow. Der mal gleich so in den Hut gehen muss. Ich sehe dich aber, mein Freund. Ja. Machen wir doch mal den letzten Geschütz zusammen. Machen wir doch, machen wir doch. Excellent, Soundwave. Decepticons, all attack groups clear to traverse cables. Da 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 da. Crossfires and aerial bots to launch bays. Sever those tow cables. We're being overrun. Jetfire, launch tube niner. En route. Right on a bot. Woo! Turn him back. So, gleich den Gegenschlag ausführen. And the outer skin will shatter. So, wir müssen eigentlich nichts weiter machen, als den Weakspot zu finden, indem ich hier die ganze Armor wegballe. Da ist er. Ist ja nicht schlecht, ne? Wir bewegen uns da vorne auf das Portal zu und sind dann miteinander verbunden mit diesem Toadcamps. Was da alles passieren kann. Woo! The Bell Road! Cables are severed, Optimus. We needn't worry about any more Decepticons crashing. Oh, Bruticus! Den habe ich schon ganz vergessen. Moment, haben wir die Dinobots auf Cybertron vergessen? Das könnte ein Problem sein. Die werden jetzt ziemlich praktisch, glaube ich. Wir laufen auf der Außenbelötung. Und erstmal gucken, wie ich hier durchkomme. Warte mal. Das ist. Ah, wir schlagen einfach. Steckt fest oder was? Lass mich mal hier durch! Ja! Du kostet 1100 Lebenspunkte, sehe ich gerade. Das ist schon irgendwie über, ne? Ah, da ist so eine Gefechtsplattform. Ich korrigiere, da war eine Gefechtsplattform. Im Hintergrund sieht man ganz schön Cybertron, das sieht so cool aus. Was wollt ihr denn da unten? Ja? Noch so einer. Aber liebe Leute, wie es jetzt weitergeht. Bei Transformers Fall of Cybertron. In der wirklich letzten Folge. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt, ne? Gibt noch einiges zu tun. Wer am Ende durch das Portal kommt, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin der Zack und ich sage immer, stay tuned and so long!